Hallöchen und herzlich. Oh, was habe ich denn da gemacht? Herzlich willkommen zurück. Ja, doch, wir spielen hier ein Solo, um unseren Teufel zu bekommen. Das hat auch gut funktioniert. Nee. Und dann fahren wir doch mal. Wo ist denn der Missionsmarker? Wir können ja mal auf der Karte gucken. Du bist hier und da wollen wir hin. Leuchtfeuerorientierung. Ach, das können wir einfach irgendwo hier so platzieren. Nicht einfach nur irgendwo. Das will ich wieder weg haben. Was mache ich dahin? Zur aktuellen Mission. Was ist das? Rase zu den verwüsteten Ebenen, folge den Weltenkehren, besiege Fletus. Okay, das sind Nebenmissionen. Ich will mich erstmal auf die Hauptmission konzentrieren. Für die anderen ist dann vielleicht noch Zeit. Ich glaube, da hinten ist das Leuchtfeuer. Aber ja. Mit Nitroglycerin. Diese Ziegen umfahren, das macht so viel Spaß. Das ist unglaublich befriedigend. Moment. Die Blumen kenne ich aber. Wow, das nenne ich ein Relikt. Okay, was bringt mir das genau? Das Tor sieht aus, als wäre es für Autos gedacht. Ich verstehe. Dann rein da mit unserem schicken Auto. Ist das eine Tuning-Werkstatt oder ist das eine Upgrade? Oh! Ein Minispiel? Nein, ich muss noch nichts drücken. Das lief von alleine. Hallöchen. Riesige Ambosse und riesige Schmiede. Wird ja auch Zeit, verfluchte Scheiße. Nicht schlecht. Sieht aus, als hättest du die Anweisung verstanden. Du hast da Dämonengedärm an der Stoßstange. Aber ich fürchte, so ist die Welt heute. Wer? Ich. Oh, ich bin niemand. Ich bin nur der Hüter des Metal. Oh, wow, toll. Soll ich dir helfen, Dämonen und so zu bekämpfen? Nee, ich bin kein Kämpfer. Ich bin eher ein Bewahrer zeitloser Geheimnisse. Das ist alles. Erweist du dich als würdig, teile ich vielleicht einige mit dir. Wusstest du zum Beispiel, dass diese Welt einst von einer uralten Titanenrasse beherrscht wurde? Die hatten es echt drauf. Sie nahmen jedes Teil der alten Feuerbestie. Sie nahmen ihr Blut, ihr Feuer, ihr stählernes Fleisch. Sie nahmen sogar ihren Schrei. Und sie schufen dieses Auto. Und 1 Million anderer Dinge. Auch die Musik. Scheiß schöne Musik, Mann. Und als sie in den Himmel aufstiegen und Götter wurden, ließen sie Anweisungen zurück. Wie man Autos erschafft, Musik, einfach alles. Und hat sich jemand gekümmert? Nein. Blöde Pisswichser. Niemand hat irgendwas kapiert. Bis du kamst, wer immer du bist. Also musst du der Gunst der Götter wohl irgendwie würdig sein. Hör mir zu. Wenn du was tust, das die Götter erfreut, belohnen sie dich vielleicht. Mit dem Feuertribut. Wenn sie dir Tribut gezollt haben, komm zu mir. Dann teile ich weitere Geheimnisse des Metal mit dir. Unter anderem, wie du deine kleine Bestie da in ein echtes Monster verwandelst. Sowas eben. Kapiert? Das war gerade Ozzy Osbourne. Also im Original wurde auch von ihm gesprochen. Soweit ich weiß, Welt, Mund des Metal, dafür, dass du den heiligen Teufel an den Ort seiner Erschaffung zurückgebracht hast, haben die Titanen mit dem Mund des Metal belohnt. Jetzt begleitet dich das Lied der Titanen, wo noch immer du gehst. Drücke, um ihn individuell anzupassen, drücke, um einen nur auszuschalten, drücke, um nächsten Titel zu springen, um zum vorigen Titel zu springen. Okay, das ist nicht für hier gedacht, sondern im Fahren. Da haben wir schon Tribut gezollt, verrätst du mir jetzt ein Geheimnis?
Willst du ein Zeichen setzen? Willst du ein Zeichen setzen? Wie wär's mit ein paar Kampf? Alter, das alte Mädchen. Guter Stil ist wichtig. Ein wenig mehr Fahrspaß. Guter Stil ist wichtig. Ist nicht. Wir könnten dabei gleich die Kratzer ausbessern. So wollte es auch mal Golden sehen. Das ist für Psychonauts, ein anderes Spiel von. Wie heißt es? Double Fine, die Entwickler. So wollte es auch mal Golden sehen. Lackierung imitierst, so kann er sie in ihrer ganzen Part bewundern, wenn er. Ne, wir behalten das so hier Standardding. Auch mal Golden sehen. Backpages. Ist nicht peinlich, gut auszusehen. Da würde ich ja. Oh, das sieht cool aus alles. Da können wir uns aber auf jeden Fall einfach anpassen. Iron Head Logo. Waren hier oben, waren das alle? Crew. Da würde ich fast das Double Fine Logo nehmen, auch wenn es nicht das coole Double Fine Logo aus dem Intro, aus dem Startbildschirm des Spiels ist, was ein bisschen aufgemettelt ist, sage ich mal. Gitarrenseiten. Auf den Seiten gibt's übrigens eine Gratis-Lackierung. Oh, darauf stehen die da. Okay, die nächste Band hat mich gebeten, Folgendes zu verlesen. Warnung, diese Gitarre verschießt heiße, reinste Liebe in so konzentrierter Form, dass sie fast jeden tötet, der sie empfängt. Ladies and Gentlemen, der Liebesbote. Es klingt nicht nach mir. Was hältst du von einer neuen Axtlegierung? Der Schmerz hat viele Gesichter. Extrem scharf. Sie sollen brennen. Ich stehe ja so auf Feuereffekte. So wollte es auch mal Golden sehen. Ich nehme das Feuerding. Wovon kaufe ich das? Aber ich habe nur 30. Ich weiß nicht genau, was das für Punkte sind, die wir da ausgeben. Outfits. Black Metal. Oh. Nein. Ich möchte ernst zu nehmen bleiben. Vielleicht ein bisschen dramatisch, aber okay. Während ich renne? Wie renne ich denn? Einfach während ich laufe. Mount Rockmar Bilder. Die sind deutlich größer, als sie aussehen. Rasputin. Tim, das ist Tim Schäfer. Erklimme die Spitze des Hornwerfers, um Mount Rockmar umzugestalten. Ah, ekliger Typ. Jäger. Ich kannte mal einen, der so aussah. Den machen wir weg. Ekliger Typ. Ich kannte mal einen, der so aussah. Nehmen wir Tim Schäfer. Können wir die einfach alle? Wo sind die dann? Ah, ekliger Typ. Ich kannte mal einen, der so aussah. Das habe ich nicht ganz verstanden. Teufel-Upgrades. Kümmere dich um dein Auto. Okay. Damit hätten wir hier alles gemacht, glaube ich. Alter, das alte Mädchen bei Laune. Was hältst du von deiner neuen Axt? Dann würde ich sagen, wir sind uns sicher, dass wir damit jetzt damit durch sind. Da freue die verdammten Götter des Metal Run. Jetzt mach schon. Klar. Okay. Ich bin bald zurück. Wartet in der Liebe der Metal-Götter. Oh Gott! Die Feueraxt will ich haben. Da brauche ich 10 Punkte mehr, wo auch immer ich diese Punkte herbekomme. Nehmen wir mal an für Missionen oder so. Da können wir eigentlich auch auf die Karte gucken. Was muss man hier? Bring das Bier an den Strand, bevor es warm wird. Dann machen wir jetzt diese Sekundärmission. Denn ich will Punkte. Und wie ging das nochmal mit dem... Ah. Wir haben ein Radio. Damit kann ich durchschalten. Entschuldigung. Und nach oben kann ich hier wirklich individuell anscheinend alles aussuchen. Ich hoffe, das gibt keine Gamer-Sachen. Ich lasse das einfach so, weil ich keine Ahnung davon habe. Und unten ist an und aus. Ich will es aber schon anhaben. Was gehört zu diesem Spiel dazu, glaube ich? Das ist gut, dass wir es so recht früh gefunden haben. Denn sind die Fahrten noch nicht so weak. Kommen wir hier hoch? Nicht ganz. Da drehen wir die Kamera schnell woanders hin. Wir müssen Bier zum Strand bringen, aber wo ist hier ein Strand? Und wieso bei diesem Wetter? Wo kriegt das Bier überhaupt her? Ich glaube, da muss man hier hoch. Muss ich da hier hoch? Das sieht nach so einem Weg aus. Kann ich irgendwo eigentlich springen? Das habe ich gerade irgendwie... Konnte nirgends springen. Denn ist das auch nicht der Weg. Wo ist der Weg? Mal sehen. Kann man es irgendwie vielleicht ein bisschen leiser machen? Guck mal, man kann die Songs auch noch freischalten. Naja, gut.
lassen wir es erstmal dabei. So, dann gucken wir mal rein. Hallöchen! Ich habe gehört, hier will jemand Bier? Ich bin der Mann für Bier. Du bist also der Wächter des heiligen Bierbaums? Cooler Job. Es ist echt ein Albtraum, Mann. Mein Job ist, das Bier von hier zu der Riesenparty am Strand zu bringen. Aber jedes Mal, wenn ich welches runterbringen will, wird es so warm. Man kann doch auch warmes Bier trinken. Nein, ich meine die Sonne. Mir wird warm und dann setze ich mich unter einen Baum und trinke Bier und dann, naja, es geht alles so schnell. Ja, langsam erkenne ich das Problem. Willst du es mal versuchen? Aber klar doch. Aber ich will, dass du weißt, dass Roadies mehr tun, als Bier zu schleppen. Was ist ein Roadie? Warenlieferung, bring das Bier an den Strand, bevor es warm wird. Okay, ich sehe schon da unten. Das sollte ich doch hinbekommen irgendwie. Schüttle die Fässer nicht durch, sonst explodieren sie. Oh! Explosives Bier. Kann ich diesen Weg hier nehmen? Eindringlinge! Lass es hier auf ein Kissen schlagen! Moment, wo muss ich denn. Okay, ich bin aber noch nicht falsch. Ich denke, ich kann da sogar weiter einfach auf dem Weg bleiben. Wo war denn der? Da. Dann müssen wir die Karte auch noch erkunden. Das hilft uns dabei schon mal sehr. Und die Musik ist toll. Also mir gefällt sie. Kann ich Nitroglycerin einsetzen, solange ich den Wagen dadurch nicht durchwackel? Oh. Das war schon sehr knapp. Da hinten ist das Leuchten. Das sieht ziemlich geil aus, wie einfach Scheinwerfer. Wie einfach Scheinwerfer wirklich vom Himmel herab leuchten und uns den Weg zeigen. Oh. Nicht explodieren. Meine lieben Bierfässer. Das wäre nicht gut. Die Fässer sollen ankommen. Sonst haben wir ein paar Metalheads ohne Bier. Und was ist denn das? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also, Metal jetzt ohne Bier und das, was ich da gerade versucht habe. Nein, das wird nicht funktionieren. Ich versuch's mal auf dem regulären Weg. Hier muss es doch irgendwo einen Weg runtergeben. Wo genau bin ich? Das wird nichts auf diesem Weg. Kann's nur so schaffen. Oh. Ich hab's nicht geschafft. Das tut mir leid. Erneut versuchen, ja klar. Fässer nicht abschütteln, habe ich verstanden. Einfach Vollgas geben. Und auf der Straße bleiben. Und bei geraden Strecken Nitro. Bei geraden Abschnitten der Strecke natürlich. Oh oh. Hallo. Diesmal fahre ich mal hier lang. Da mussten wir eh nach rechts gerade eben noch. Dann ist es ja ein bisschen gescheitert. Dass wir nicht weit genug rechts waren. Das Problem habe ich öfters. Da kommt man in dieser Gesellschaft nicht sehr weit. Haha, total politisches Statement. Mitten im Metal-Wahn. Das wird jetzt die meisten hier überfordern. Ja, ich kann Metal cool finden, in dieser Darstellungsweise zumindest. Und auch die Musik und trotzdem Metalheads irgendwie mich drüber lustig machen, weil sie sind Metalheads. Wir halten das Land sauber. Ich kann einfach irgendwelche Stereotype dissen. Ja, das funktioniert. Und es gefällt mir. Teilweise bei der während des Intros, während das lief, als ich mir noch nicht sprechen gehört habe, im ersten Part, habe ich tatsächlich sogar ein bisschen mit dem Kopf einfach mitgenickt. So einfach aus Instinkt, ich weiß nicht, weil es einfach cool klang. Ich habe die Mission geschafft. So, habe ich jetzt mehr Punkte? Wo steht, wie viele Punkte ich habe? Ab auf die Straße, Folge der Wegmarkierung, besiege Fletus.
Was ist denn da hinten? Das möchte ich sehen. Hallöchen. Nette Karre. Leck mich. Ich weiß, wer du bist. Du bist der Typ, der glaubt, er hätte das Auto erfunden. Na, ich zeig den Leuten nur, wie man Teile zusammenbaut. Ganz einfach. Oh ja, ich weiß. Ich mach das mit meiner Crew seit Jahren, ja. Aber unsere sind schnell. Meins ist ziemlich schnell. Ach, ja? Glaubst du, du schlägst den Quieker hier? Ja. Quieker, hä? Ziemlich guter Name für ein altes Schwein. Ganz ruhig. Wir klären das auf der Straße. Aber gerne. Ein Rennen. Folge der Markierung. Besiege Brutus. Oder Futus. Ich habe seinen Fetus. Ich habe seinen Namen vergessen. Er ist ein Fetus. Dann gucken wir mal, wo es uns hinbringt. Schrott. Was soll denn das heißen? Okay, eine sich bewegende Wegmarkierung. Das sieht ziemlich cool aus. Bisher brauche ich keine Nitroglycerin. Ich werde erstmal der Kontrolle wegen auch keins dazuschalten. Das scheint ja nicht ganz so schnell zu sein. Jetzt mache ich ernst. Machen wir jetzt ernst? Ist das so? Und die Welt hier sieht bisher ziemlich abwechslungsreich aus. Es gefällt mir. Vielleicht werden wir da noch ein bisschen erkunden, aber ich weiß halt nicht, inwiefern das also sich lohnt oder vielleicht auch zu meinem Spielstil passt oder so weiter. Keine Ahnung. Ich werde vielleicht auf jeden Fall mal gucken, ein bisschen ausprobieren vom Spiel, was Nebenmissionen angeht, was Hauptmissionen angeht. Und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt diese Mission eigentlich genommen, weil das mit dem Rennen, und wir waren ja am Ende der Welt irgendwie, und das Rennen, dachte ich, bringt uns vielleicht eh von aus seiner Natur heraus da weg. Und dann kommen wir wieder dahin, wo wir eh hin müssen, und machen nebenbei noch eine Mission. Das lässt sich ganz gut verbinden, dachte ich. Mal sehen, ob das auch so aufgeht, die Rechnung. Oder ob wir wieder da rauskommen, wo wir angefangen haben. Zündkerzensprünge. Ich weiß nicht, was das war. Wahrscheinlich sowas wie Monster-Stunts in GTA. Die Welt scheint auf jeden Fall sehr vollgepackt mit Sachen, die es zu tun gibt. Wow. Das hätte nicht sein müssen, aber wir sind immer vorne. Und ich glaube, wir haben das Rennen auch sehr souverän gewonnen. Ich konnte ihn nicht mal mehr erkennen. Brutaler Sieg. Betrüger! Das haben wir gewonnen. Habe ich jetzt genug Punkte? Wir können jetzt nochmal hier hinfahren. Komme ich hier nicht durch? Ich komme da irgendwie durch. Ich werde mal nachgucken, ob uns das jetzt genug Punkte gegeben hat, sodass wir die brennende Axt holen können, weil das fand ich schon ziemlich cool. Und ich weiß nicht genau, ob man die vielleicht nur durch Hauptmission bekommt, aber dann wären die Nebenmissionen ja ziemlich nutzlos. Ich denke mal, wenn wir die Götter halt zufriedenstellen, hat er ja gesagt, und das würden wohl Missionen sein. Von den Göttern ausgeschriebene Mission, versteht sich. Die Götter wollen, dass die Mettler am Strand auch genug Bier haben. Sie wollen, dass dieser vorlaute Typ auch mal ein Rennen verliert. Näh, rein da. Kann man das hier überspringen? Ist zwar ziemlich cool, aber ich kann mir vorstellen, dass wir hier noch öfter hinkommen. Ah, okay, jetzt war auf jeden Fall schon mal alles schneller. Der Hüter des Metal heißt dich willkommen. Dankeschön. Ja, jetzt Metal haben wir mehr Feuer, Punkte. Lärm und Blut. Was entfacht bei dir die Glut? Der Schmerz hat viele Gesichter. Das Ding hält übrigens auch deinen Rücken schön warm. Ja, das dachte ich mir bereits. Die Maus hier mal weg. So, wenn wir jetzt schon hier sind. Hatten wir hier noch irgendwas anderes irgendwo? Spezialattacken? Power Slide. Okay. Ah, Feuer. Ach komm, kaufen wir es einfach mal. Tastenkombination, drücke X, während du rennst. Fall auf die Knie und hau ein Gitarrensolo raus, dass dir deine Gegner aus dem Weg räumt. Mit Hornhaut auf den Knien wird der Schmerz. Okay, bis später, Hüter des Das Metal. Hätten wir dann. Yeah. Ozzy Osbourne ist der Hüter des Metal. Warum nicht?
Ich mag Highway to Hell. Ne, meine ich gar nicht. Ich meinte gerade Crazy Train von ihm. Ha. Das ist, ist doch schon mal was. Ich bin die Kabel so leid. Ich kenne ein Lied, das der Künstler gemacht hat. Yay, ich fühle mich so Metal. Beim nächsten Mal geht's weiter. Drücke L, um meinen Nitro-Bus einzusetzen. Mach ich einfach mal im Stehen, weil ich so cool bin. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Let's Play Brutal Legend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's für heute mit mir. Euer Vogel, macht's gut und tschüss.